gepriesener Shrub, geheiligt werde dein Busch und dein Shrubbidi-Dabbidi. Was? Der Shrub kann sprechen. Oh mein Gott. Ja. Ja. Alter. Aber du machst mir Angst, lieber Shrubbidi-Dabbidi-Gott. Du machst mir total Angst. Ah, so ein Mist. Es regnet Shrubbidis. Oh mein Gott. Juhu. Oh mein Gott, das ist so toll. Ich habe mir das schon immer gewünscht. Oh, das ist richtig, richtig cool. Oh, es regnet weiterhin Shrubs. Das ist so ein Geschenk. Ein Geschenk. Was ist denn ein Geschenk? Okay. Lars, das wird nicht abgemacht. Was? Hä? Flo? Flo, du warst das. Flo, du hast mich gelinkt. Alter. Junge. Du hast mich gelinkt, Flo. Du hast dich als mein Shrubbidi-Dabbidi-Gott ausgegeben, aber du bist nicht mein Shrubbidi-Dabbidi-Gott. Geh weg, du. Ja, du sollst jetzt sterben. Mach Mozilla jetzt da weg. Was macht der denn hier? Guck mal, der hat hier nichts zu suchen. Der sollte in Revolution oder in Reclaim sollte der rumhängen. Nicht hier, Flo. Reclaim und jedenfalls. Das gibt's gar nicht mehr. Natürlich gibt es noch Reclaim. Egal. Jedenfalls, Leute, einen wunderschönen guten Tag und willkommen heute zurück zur zweiten Folge vom Mod Wars. Oh, guck mal da, eine wunderschöne Bombe. Jedenfalls, dabei ist der gute alte Käseflo und, Hallo, ich bin Käsefuß 44. Der Käse-Joe. Lars! Es tut mir leid. Nein! Ich dachte, jetzt machst du mir aus dem Game-Mode-Dingsbums. Ja, jedenfalls, schön, dass ihr wieder da seid, Leute. Kurze Erklärung für die Leute auf meinem Kanal, die nicht wissen, was Mod Wars ist. Wir kämpfen ja einfach zusammen gegeneinander mit den ganzen Mods hier, die wir hier in so unserem Inventar haben. Du magst viele Mods. Flo, jetzt halt mal die Gusch. Die Dinge kaputt, was? Jetzt halt mal bitte die Schnute. Halt die Schnute, du Pute. Auf jeden Fall kämpfen wir halt so gegeneinander mit den ganzen Mods und sonstiges. Oh, guck mal, ein Spider-Schwein. Lars, guck, das ist nicht ein netter Schwein. Das kenne ich. Aber warum macht das so ein bisschen Gastgeräusche irgendwie so ein bisschen, oder? Ein bisschen macht schon. Das Geräusch wie du, wenn du Hunger hast. So macht das. Mein Magen macht dann einfach. Jedenfalls, Flo, wie geht es dir? Oh, Flo. Mach den weg. Flo, mach den weg. Okay. Ich mach ihn ja schon weg. So, also, Flo, ich wollte dir fragen, wie es dir denn heute geht, lieber Chaosflo 44.444 Millionen. Geht es dir gut? Okay, das ist sehr, sehr interessant. Lass mal jetzt auf die Startposition gehen und dann einfach anfangen. Warte mal, ich brauche diesen Pilz. Wie heißt dieser Pilz? Masch? Nee, wie heißt denn der Pilz? Boost. Der ist Boost. Heißt einfach nur Boost? Okay, dann nehmen wir den jetzt mal raus. Minecraft Mod Wars. Die neue Spekulation. Das ist so. Die neue Spekulation, weißt du? Die neue Spekulatius. Weißt du, was ein Spekulatius ist, Flo? Ja, das gibt es zu Weihnachten immer. Genau, das ist ein Spekulatius. So, zack, genau. Also, Flo, pack deine 7 Sachen, pack deine Unterhosen ein. Wir werden jetzt auf jeden Fall anfangen, uns gegenseitig zu bekämpfen, meine Damen und Herren. Ja, wir werden jetzt nämlich hier. Der Flo, der packt wieder die Unterhosen nicht ein hier. Flo, das ist wichtig. Das ist schön hier. Ja, danke schön. Das ist ja auch meine Idee. Das war auch alles komplett meine Idee. So, wir haben hier. Alter, man kann hier so kleine Autos nehmen. So alte aus dem Krieg oder sowas sind das Autos, oder? Kann das sein? Das sind aus Minecraft Zukunft. Ah, das sind ja aus der Zukunft. Guck mal hier. Eine P90 kann man ja einfach benutzen. Aber die kann irgendwie nicht schießen. Keine Ahnung, warum man die nicht benutzen kann. Lars, du hast kein Magazin. Du musst nachladen. Das kann man gezielt lassen. Du musst nachladen. Wir machen das so, dass wir wieder uns Rüstung geben anfangs. Okay, und dann muss ich. Wir können das ausrüsten. Lars, wo ist der Enthusiasmus in deiner Stimme? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich bin immer motiviert, Videos zu machen. Hallo. Sag mal Shrubbidi-Dubbidi. Shrubbidi! Gleich kommt mein Nachbar wieder. Entschuldigen Sie, könnten Sie bitte die Tiere freilassen? Sie haben ihnen nichts getan. Warte mal, was ist ein Powerstick? Was kann der? Kann der irgendwas machen? Der Powerstick kann gar nichts. Warum kann der Powerstick nichts? Das ist voll dumm. So. Lidl. Aldi. Alter Flo, erinnerst du dich in deiner Folge aus diesen komischen Kopf gehabt, Leute? Dieser Kopf, der kann einfach nichts. Der Kopf. Aber der atmet der? Das ist ein Pokémon, lass es kennt. Das ist Pikachu. Das ist das tote Pikachu. Alter. So, was kann das hier? Godzilla Skull. Oh, yo. Hä, der ist voll klein. Ist voll. Yo. Was für ein Mist. Oh, hallo, Roman. Ich hab dich gar nicht gesehen. Gesehen. Du weißt du was? Ich muss dir was gestehen. Oh, ich hab eine Idee, was ich glaube ich mache. Ich glaube, ich benutze den. Wir haben noch genau 7 Minuten. Lol, ich glaube, ich weiß, mit was ich dich bekriege. Nein, kann der auch nicht schießen? Der kann nicht schießen. So ein Mist, der kann nicht schießen. Das ist voll dumm.
Warum kann er denn nicht schießen, das Ding hier? Das ist voll blöd. Leute, was sagt ihr? Soll ich das machen? Schreibt es mal in die Kommentare, ob ich damit Flo bekriegen soll. Ich glaube, wir machen das auf jeden Fall. So. Was ist das hier für ein Ding? Hey, der ist ja voll klein. Was für ein kleines Drecksding ist das denn bitte? Wir brauchen ein richtig großes Ding hier. So, zack. Hey, das ist auch gefühlt aus. Ja, du Schrabbedi-Dab. Hä? Wie sieht's aus? Kann man jetzt hier... Man kann damit gar nichts machen. Bestimmt brauchst du auch wieder... Oh, Lars, du hast gar keine Munition, du hast gar keinen Laser dazu gebaut. Du brauchst nämlich das. Lars, ich bin viel schlauer als du. Hör auf mit YouTube. Hör auf mit YouTube, Lars, du bist so dumm. Ich habe eine Idee, was ich mache. Ich nehme hier diese... Das hier nehme ich ein bisschen mit. Da kann man hier auf jeden Fall den Florian schon ein bisschen mit übers Ohr hauen. Übers Ohr hauen, ja. Über den Fuß hauen. Wir hauen dir damit auf den Fuß. Flo, ich muss jetzt nochmal Good Tidings zeigen. Good Tidings, for me. Achtung. Good tidings I bring for me. Ich höre das einfach auf. Hä, echt? Absolutes Chaos, absolutes Chaos. Alter, das... Öffne mal eine Pandora-Box. Nein. Hast du hier Pandora-Boxen drin, ne? So. So kleiner Fun-Fact, Leute. Es gibt für die PlayStation, also für die PSP, gab es mal so eine Modifikation, das nennt sich Pandora-Box. Da muss man den Akku halt irgendwie so aufschneiden und das habe ich gemacht und habe meinen Akku zerstört. Und habe mir dann für 5 Euro Wasser gekauft. Cool aus, 5 Euro Wasser. Weil ich so durstig war. Warte, ich glaube, ich nehme nochmal diese Pew-Pew-Laser. Damit kann man ja auch schon... Wann kaufst du dir eigentlich eine 5 Euro Banane? Leute, das ist Quatsch, das stimmt nicht, das habe ich nicht gemacht. Das war alles nur... Lars, das stimmt Lars nicht. Bobbelt. Das stimmt wirklich nicht, Flo. Das verletzt meine nicht vorhandenen Gefühle. Wow! So, zack, zack, zack. Warte mal, ich bin schon gut ausgerüstet. Wie sieht's bei dir aus, lieber Chaos Flo? Bei mir, warte, ich brauche Munition. Wieso schießt das Ding nicht? Das sieht doch schon mal ganz gut aus, das hier, das Ganze. Gau 36, 35 mm. Das Ganze sieht doch ganz gut aus. Oh, guck mal, das ist so ein richtig cooler Block. Den will ich in Minecraft Zukunft haben. Der heißt Futura-Block. Der ist richtig geil. Guck mal, Leute, den kann ich euch mal kurz zeigen. Der sieht doch richtig cool aus. Damit kann man doch bestimmt richtig geil die Wohnung oder sowas verzieren. Warte mal, wir stellen mal so ein paar nebeneinander. Oh, lol, richtig cool. Das ist richtig nice, Alter, richtig nice. Nein, Flo, du wirst mich niemals besiegen können, weil ich nämlich jetzt taktisch vorgehe. Ich werde mir nämlich Obsidian nehmen. So. Und dann werde ich mich einfach in den Obsidian einbauen, falls irgendwas Schlimmes passieren sollte. Ich habe jetzt hier ein bisschen was im Inventory. Inventory. So, was können wir noch machen? Was können wir noch machen? Was hast du denn? Flo, du übertreibst einfach deine Lage. Oh mein Gott, ich habe eine Tasche. Wow. Damit werde ich dich so besiegen, Flo. Oh mein Gott, er hat eine Nase. Oh. Warte mal, kann man damit nicht auch fliegen? Ja, das funktioniert. Dann werde ich auch das hier schön mir unter den Fußnagel reißen. Unter den Fuß gehen. Alter, das uns darf hier keiner zuhören. Leute, hört einfach nicht zu. Macht einfach den Dings, macht den Sound aus und guckt uns einfach nur zu, wie wir uns hier gegenseitig bekämpfen. Flo, wie weit sind wir? Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch genau 4 Minuten. Genau 4 Minuten? Okay. Ich glaube, ich sollte eigentlich so weit es gehen schon mal. Ich gehe jetzt nochmal hier so durch, was man hier noch benutzen kann. Flo, wo bist du eigentlich? Guck mal, was ist das hier für ein Ding? On the river side. Lars 20 will Sängerin werden. Ich sehe es schon wieder. Lass, wir müssen mal machen. Dings hier, Minecraft sucht den Superstar. Hä, ja, Mann, voll die gute Idee. Minecraft sucht den Super Lars. Warte, wir brauchen nochmal Arrows. Was haben wir hier noch so für Arrows? Nur ganz normale Arrows brauchen wir. Error. Beim Teamspeak, Error. Wenn du versuchst so zu joinen. Error. Flo? Ich glaube, Flo ist ausgetimed. Nein, schade, Leute, nicht. Das war's. Das war's jetzt, liebe Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Der liebe Flo. Warte mal, kann man diese Skill-Orbs nicht auch eigentlich benutzen für irgendwas Gutes? Ignoriert mich jeder. Lars, was machst du? Achievement, get just the basics. Lars, was machst du? Hä, woher weißt du das? Siehst du das auch? Ich seh... Lars, du hast gerade ein Achievement bekommen im Chat. Ach so, lol, ich dachte schon. Hä, kann man diese... Man kann auch locker mit diesen, Skill-Orbs, kann man doch auch... Also, Armor ich gebe jetzt mal hier ein Attack Damage. Was gibt alles, was Attack Damage macht? Ich tue mich jetzt einfach mal updaten mit diesen ganzen Skill Orbs. Keine Ahnung, ob die jetzt was bringen oder nicht. Aber das sind viel zu viele. Ich nehme jetzt einfach mal so die wichtigsten, die wir brauchen. Parry brauchen wir auf jeden Fall. Ganz. So, Flo, weißt du, was ich hier vor kurzem wieder mir mal angeguckt habe? Kennst du die Powerpuff Girls? Ja, Alter, habe ich mir gedacht. Alter, richtig cool. Wusstest du, dass dieselbe Synchronsprecherin von Powerpuff Girls auch Sandy Cheeks ist in SpongeBob? Alter, keine Ahnung, wo ich Powerpuff Girls geguckt hab, konnte ich nicht mal denken. Da warst du noch nicht auf der Welt. Wusstest du das nicht? Das ist so... Das ist Wissen. Nicht.
dass das wissen. Leute, merkt euch das auf jeden Fall. Dieselbe Synchronsprecherin in Deutsch ist nämlich dieselbe auch bei Dings. Ihre Stimme verstellen, das auch bei auch bei Lazytown. Die Dings, Stephanie, kennst du die? Diese eine mit den pinken Haaren von Lazytown. Genau, die, das ist auch dieselbe Stimme wie von Sandy Cheeks. Voll krass, gell? Das wusste ich gar nicht. Jetzt wissen wir es. Irgendwie macht schon Sinn. Ja, das ist alles dieselbe Frau. Oder dieselbe junge, nette Dame. Derselbe ist das. Fuß. Derselbe Fuß ist das, genau. So, Flo, bist du ready? Tangedi, ich glaube, ich bin eigentlich... Oh nein. Ich hab hier einfach Dings. Die ganze Zeit... Ach komm, diese Bomben hier. Hier, Geschisse Brown, wie jetzt Roman sagen würde. Ey. So. Ja, ansonsten. Ich bin glaube ich, ready, Tangedi, Flo. Komm, auf ich geht's. Ich bin ready, Tangedi, Spaghetti, Pogetti. Okay, ich hab mich jetzt vorbereitet, Leute. Ihr habt's gesehen, wie wir uns hier vorbereitet haben. Und ein bisschen Allgemeinwissen habt ihr auch noch. So. Ich geh jetzt mal zum Chaos Joe. Auf geht's, ich komm zu dir. Hey, dann nicht teleportieren, das ist nicht dumm, dass ich fair lass. Ich wusste, dass du das gemacht hast. Ich wusste es einfach. Ich hab's einfach schon geahnt, weil ich nämlich das gleiche vorhatte mit dir. Du bist so ein Depp. Versuch mich doch zu kriegen. Ich bin mit dem Jetpack unterwegs. Versuch mich doch zu bekommen. Null all. Okay. Oh. Das ist voll unfair mit einem Kampfrobot. Ich hab vergessen, Alter, du Bugs. Ah, du Opfer! Alter, Flo, jetzt werde ich dich so knallen. Ich werde dich so besiegen, Alter, hey, warte. Oh nein, du hast die Rüstung, gell? Ja, Mann, ich hab die Rüstung. Hä, hey, lol, was ist mit deinem... Ich schmeiß dich mit Kacke ab. Nein! Das macht er jetzt nicht wirklich. Du machst hier Pilzbiome, Flo. Ja. Flo, versuchst du mich ernsthaft mit dem Pilzbiom zu besiegen? Das kannst du volle Kanne vergessen. Alter, ich hab wieder einen Bogen und einen Pfeiler, das passiert nur mir. Ja, Alter, ich hab Autodings an. Hör auf mich mit... Uiyo! Da packt er die Kettensäge aus. Komm her! Hey, du hast gar keine Rüstung gehabt. Doch, ich hab die Shrub-Rüstung. Hä, ehrlich? Ja, bau mal im Grab ab. Warte, wie mache ich das? Wie baue ich das ab, Flo? Ah, da, okay. Also, oder. Heb auf, zieh die Rüstung wieder an, Flo. Wir machen jetzt eine Revanche. Revanche? Okay, bist du ready, Tangedi? Los, ich schmeiß dich jetzt wieder mit Kacke ab. Ey, yeah, das macht man nicht. Attacke! Jetzt stieg der Flo. Ich geh jetzt erstmal hier Holz fällen. Für jeden, der Flo kennt, weiß natürlich, dass der Flo, dass bei ihm ein bisschen Kacka für Parfümgeruch sorgt, ne? Weil der Flo nämlich so am Stinken ist. Einen wunderschönen guten Tag, ich bin der Lars. Willkommen zu Minecraft Zukunft. Heute Hä, so rede ich gar nicht. Flo, so rede ich gar nicht. Ich schmeiß dich hier gerade mit Kacka ab. Einen wunderschönen guten Tag. Oh, Ding! Ha, Ding! Ich esse Skills. Flo, komm, grief mich an, los. Einfach trockene Büsche essen. Pack die Kettensäge weg. Ey. Kriegst du überhaupt Schaden? Nein. Das macht null Schaden. Minus. Ehrlich? Minus an. Kriegst sogar Leben dazu wegen dem. Nein! Rennt! Rennt! Oh, nein. Ja! Hui! Ey, voll geil, Mikey Bay. Alter, guck mal der Roboter an. Guck mal den Roboter an, der steht jetzt einfach so unten. Alter Junge, die Welt ist komplett zerstört. Flo, geh weg. Lars, das ist der Kampf. Nein. Ich weiß nicht, wie man das zündet. Ah, ich weiß auch nicht, wie man das zündet. Zack, ich habe jetzt eine Pandora-Box geöffnet, Flo. Was willst du jetzt machen? Nein, ne? Lars. Doch, aber es passiert einfach gar nichts. Doch. Eine Wasser... Oh, lol, guck mal, da ist eine Wasserkuppel um mein TNT drum. Oh mein Gott, ich bin Lars, ich esse gerne Shrubs zum Frühstück. Wo bist du? Da bist du, Flo. Komm jetzt her, Mann. Ich mach dich so kaputt. Warte, oh erstmal hier. Die Chemikalie X. Warum bringt das nichts? Das bringt einfach gar nichts. Flo, warte, wir machen das gleich so, dass wir die Rüstung halt gegenseitig ausziehen. Hey, du hast mein Inventar gekleert. Chaos für mich. Alter. Als ob du jetzt gewinnt hast, Flo. Alter, jetzt werdest du hier noch von so einem komischen Vieh gekillt. Mach das tot. Spaß mit Lars. Ja, ich würde jetzt sagen, Leute, ich hab gewinnt. Flo. Du hast mich doch schon gewinnt. Ich hab gewinnt, Flo. Das ist unfair. Leute, schreibt in die Kommentare, ob das jetzt unfair war oder nicht. Und dementsprechend. Mann! Hör auf, mich zu hauen! Alter. Ja, es gibt Leute, dementsprechend. Ich schreib immer unfair, egal was du machst.
Es ist immer unfair, ja. Egal, was ich mache. Nee, Flo war wirklich dieses Mal unfair, Leute. Schreibt's in die Kommentare. Schreibt bei Flo in die Kommentare, du bist unfair. Nein. Doch. Flo, das ist für das 5-Euro-Wasser. Nein, das ist jetzt für das 5-Euro. Flo, du bist unfair. Hashtag, schreibt bei Flo in die Kommentare. Hashtag unfair. Doch. Nein, Leute, das macht ihr. Doch. Das dürft ihr nicht schreiben. Nein. Jedenfalls, Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch mal eine positive Wertung da. Schaut doch nochmal beim Flo vorbei, bei dem haben wir auch noch eine Folge gemacht. Und ja, ich weiß, ich sehe in der Facecam aus wie ein Vampir, irgendwie bin ich total überbelichtet. Aber hey, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, ja. Und ich würde mal sagen, haltet die Ohren steif. Bis dahin. Ciao, Leute.